Leute! Wir sind heute auf dem Cup von unserem Ex-Kollegen vom Illegella Cup. Dia! Aber das ist der Dia Cup. Genau, heute sind wir Feinde. Der Bruder hat uns eingeladen. Wir sind mit unserem Team gekommen. Heute sind wir nur Feinde, ne? Wir sind hier hingekommen, um zu rasieren. Hört man mich, Mo? Yes. Wir sind jetzt hier angekommen. Das Team hat sich versammelt. Jetzt wird sich hier noch vorbereitet, bisschen gechillt, alles abgecheckt. Ich mache hier heute mehr so den Türsteher, weißt du? Wir sind Team Naruto. Dia hat uns diesen Namen gegeben, keine Ahnung warum. Und ich bin Sasuke. Das ist doch einer, ne? Nee, ich bin Rock Lee. Ich bin Ruffy. Und wir warten, dass dieses Spiel jetzt hier losgeht. Geh mal jetzt mit Kamera. Ja. Geh mal mit Kamera full in Endos Face. Geh mal hin! Ja. Ich glaub schon. Der hat Angst, der hat Angst! Was hat der noch mal? Genau, ihr spielt zusammen. Deshalb denke ich schon, dass ihr... Aber wir spielen ja große, ey. Ja, ihr seid eingespielt. Wir sind bekannt für Grundfuß. Check mal unsere Trikots ab, die hängen hier. Wo hier hängen unsere Trikots? Das sieht mir nach Gewinnertrikots aus. Für unsere Nummer 10. Das alles. Ich würde sagen, abgestaubt, ne? Jetzt ab nach Hause. Ist denn bei uns nochmal die Nummer 11? Ist denn nochmal die Nummer 11? Janik heute richtig Bock, ne? Wunderbar. Richtig motiviert. So, welche Nummer hast du jetzt bekommen, Holzi? Also ich habe ja meine wohlverdiente 7. Ich habe jetzt die Nummer 6. Weil ich habe immer viel Sex, deswegen haben die mir auch die 6 gegeben. Also ich gehe mir jetzt mal Snacks holen, ne? Mach das. Gönn dir. Ja. Oh no, alles okay? Ja, alles gut. Also bei dir noch welche richtig, ne? Oh, Bruder, erste Verletzung zugezogen hier. Ich habe doch gesagt, die gehen hier anders rein. Das liegt doch hier schon in der Luft. Also in einer Stunde spielen wir. Holzi denkt sich jetzt schon warm machen. Guck mal, ich bin so Rentner. Ich muss mich jetzt schon warm machen für eine Stunde. Das ist halt das Ding, ne? Das dauert bei mir. Ja. Muss geballert werden, wisst ihr was schon mal. Schon mal ein bisschen Augenwehr, ein bisschen üben, wenn wir gleich so reingehen. Nur so sieht heute. Sieht schon mal gut aus. Nur so. So gewinnen wir jedes Spiel. Ne, Milli? Hä? Oder ich mache halt meine Haare, was? Steht dir. Danke. Sind ja übrigens auch in dieser Halle von Lukas Podolski, wo wir schon einige Challenges gedreht haben. Hier zum Beispiel mit Mo, legendär gewesen. Und jetzt werden wir uns hier auch noch den Cup holen als Kirsch auf der Sahnetorte. Kurzes Interview an der Stelle. Was meinst du, wie läuft es heute bei uns? Besser als beim letzten Mal. Nimm ruhig das Mikro hier, ja. Besser als beim letzten Mal. Du greifst ja aber richtig schön hier. Das ist Gewohnheit. Wir sind Geheimfavorit, angeblich. Angeblich, ne? Aber ich glaube, das wird hier zu jedem Team gesagt. Wir kommen über die Aggressivität heute. Ich zeig dir noch einen Trick. Zeig mal noch. Eine rote Karte muss heute. Eine rote Karte muss heute. Schöner guter Trick, oder? Schöner Trick. Ah. Wie sieht's heute aus? Was sagst du? Oh, ich hab nichts verstanden. So einer Runde. Jetzt spielt Team Delay Sports, also das Team von Dia, gegen Pietro Lombardi und seine Kollegas. Also das erstes Spiel. Beides unsere Gegner auch. Genau, das ist unsere Gruppe. Danach spielt Gruppe 2 und dann spielen wir gegen Team Pokémon. Gotta catch them all, man. Show them my Pokeballs, man. Die nehmen das mehr als ernst, Digga. Ja, die sind schon ein bisschen motiviert. Wir knallen einfach nur auf Tor drauf. Wir gucken uns jetzt das erste Spiel an und dann sind wir schon warm von Zugucken. Wir haben einfach Max Kruse, die Pietro hat Kruse. Unser erstes Spiel geht jetzt los und wir versuchen den ersten Sieg zu holen. Let's go, let's go, let's go. Let's go! Come on.
Nope. Erstes Spiel 1-0, knapper Sieg, aber Chancenverwertung war geisteskrank. Was machst du da? Verstärkung jetzt in unser Team, ne? Ja, ich bin für kein Team eine Verstärkung, Alter. Am Glas bin ich immer eine Verstärkung. Ja, da sehen wir uns, ne? Bro, wir haben viel zu lange nicht mehr zusammen. Müssen wir jetzt hier das Versprechen. Bald dicke, fette Party mit Marc. Ey. Aber ohne Kamera, ohne Kamera. Erstes Spiel 1-0 haben wir gegen Graupen gespielt. Jetzt war auch eine gute Mannschaft 1-1. Wir haben lange geführt, Digga. War gut. Also wir haben gegen Max Kruse haben wir unentschieden geholt. Ja. Wir können bald auch Bundesliga spielen. Der Fischer, das ist einfach unser wandelndes Krankenhaus. Der hat immer irgendwas. Ist natürlich bitter, vor allem weil morgen Ligaspiel ist. Nächstes Spiel ist gegen Team Delay Sports. Und das Krasse ist, wenn wir gewinnen, kicken wir die raus und wir sind so gut wie weiter eigentlich. Sehr, sehr krankes Spiel wird das. Ist ja ungeschlagen, 4 Punkte haben wir. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall gewinnen. Dann sieht es schon mal gut aus. Deswegen jetzt nochmal alles geben, Daumen drücken und dann holen wir das. So. Geht los. Thank you.
Schlecht. Einfach schlecht von uns. Genau das, was hätte nicht passieren dürfen, ist mal wieder eingetroffen. Jetzt haben wir in 3 Spielen nur 4 Punkte. Wir müssen letzte gewinnen. Jetzt alles ins letzte Game. Oder wenn wir das verkacken, vorbei, Digga. Das heißt, wir müssen das nächste Spiel gewinnen, sonst sind wir wahrscheinlich raus. Auch wenn das so ein Spaßturnier ist, was um nichts geht an sich. Digga, ich kann nicht verlieren. Ich hasse das. Ich komme trotzdem hierhin, um zu gewinnen. Und wenn wir dann so unlucky 1-0 verlieren, fuck ab. Aber danke für die Einladung, dir. Ab jetzt sage ich immer die Nein. So, letzte Gruppenspiel, das müssen wir jetzt gewinnen. Jetzt ich bin jetzt so, das ist jetzt Finale. Wenn ich jetzt gewinne, dann gehen meine Träume in Erfüllung. Nope. In der Hand, Leute. Am Ende aus der Hand gegeben einfach. Weil ich nicht durchgespielt habe. Bruder. Nicht mal weitergekommen und auch noch 2 Leute sich verletzt. Schlimmer geht's nicht. Hat sich richtig gelohnt für uns. Hast du einmal Peng gemacht? Also knack. 4 bis 6 Wochen. Ciao. Ja, ja. Oh, Alter, das ist für 2-1. Ich glaube, ich bin noch mit Adrenalin. Ja, ich glaube, morgen kommen die richtigen Schmerzen, aber gleich bin ich kalt. Wenn man wissen will, wie die hier reingehen, die halten sich teilweise einfach an deinem Fleisch fest, um an dir vorbeizukommen. So, ne? Greift so hier rein und dann, ja. Ja, geh mal zum Physio. Gar nicht gemerkt, egal. 2 Verletzte für nix und Bruder. Bruder, guck's weg. Kannst du mal Rucksack mal geben? Habt ihr verloren? Was? Wir führen 2-0 gegen die. Der gewinnt, wenn wir noch weiterkommen. Du? Jetzt müsst ihr euch nicht mehr anstrengen. Also eigentlich haben wir uns die ganze Zeit warm gehalten, weil es hieß, man spielt jeden Platz aus. Das heißt, wir hätten auch noch ein Spiel gehabt. Aber irgendwie wurde das jetzt, glaube ich, gecancelt. Das heißt, wir spielen nicht mehr. Ja, moin. Ein Junge hat mich schon direkt am Anfang gefragt, ob der mein Trikot haben kann. Ich habe gesagt, ja, Bruder, ich verspreche dir. Da ist er. Hallo, da ist bye, have a great time. Und weg ist er. Ja, der holt uns ein Trikot, weg ist er. Ich war extra nochmal für dich, weißt du, mit viel Schweiß auch. Was immer weiß, das ist mein, weißt du. Ich fähr los nach Unterhose. Ja, weißt du, ja. Unser Kameramann ist famer als manche andere. Ei, 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 ei. Weißt du? Ja, wir haben gegen euch am Ende.
1-1 verloren haben. Also wir eigentlich Gewinner der Herzen, kann man sagen. Das war der Diakar von unserer Seite aus. Fazit, wir sind Sieger der Herzen und eigentlich auch so gut wie der Erste, weil wir haben unentschieden gegen die Gewinner gespielt. Wir sind die absoluten Gewinner, weil wir hier mit 2 Verletzten rausgehen und morgen die Aufstiegsrunde losgeht. Ja, moin.